Hallo und herzlich willkommen zur Übung zu der Vorlesung Textindexierung im Wintersemester 2020-2021. Mein Name ist Florian Kurpitz und ich bin in diesem Semester für diese Übung verantwortlich. Auf jedem Übungszettel wird es eine Programmieraufgabe geben. Wie ihr diese abgeben könnt, gucken wir uns nun in diesem Video gemeinsam an. Die Ausgabe der Coderahmen der Übung und die Abgabe der Übung funktioniert über Classrooms von GitHub. Das heißt, ihr benötigt einen GitHub-Account, um an dieser Übung teilnehmen zu können. Natürlich steht es euch frei, einen GitHub-Account ausschließlich für diese Übung anzulegen. Auf jedem Übungsblatt findet ihr nun einen Link zu der Aufgabe auf GitHub Classrooms. Wenn ihr das erste Mal auf diesen Link klickt, müsst ihr GitHub Classrooms autorisieren, auf einige Einstellungen und Informationen von eurem GitHub-Profil zuzugreifen. Dies ist leider notwendig, um GitHub Classrooms zu verwenden, und wenn ihr nicht möchtet, dass dies mit eurem Hauptprofil passiert, legt euch einfach für diese Übung ein neues Profil an. Anschließend habt ihr die Möglichkeit, die neue Aufgabe anzunehmen. Oder wie in diesem Fall erneut anzunehmen, da dies nicht das erste Take dieses Videos ist. Auf dieser Seite steht auch noch einmal deutlich die Abgabefrist für die Aufgabe. Anschließend landet ihr auf einer Seite, über die ihr auf die Aufgabe zugreifen könnt. Ignoriert an dieser Stelle bitte einfach die Einladung, da diese ins Nichts führt. Wenn ihr dem unteren Link folgt, kommt ihr in euer Repository, in dem sich der Coderahmen für die erste Aufgabe befindet. Um den Code lokal bearbeiten zu können, müsst ihr das Repository klonen. Hierfür stellt GitHub euch verschiedene Wege zur Verfügung. Meiner Meinung nach ist der Weg über SSH der einfachste. Hierfür müsst ihr einfach einen SSH-Schlüssel bei GitHub hochladen und könnt euch anschließend über diesen authentifizieren. Wie das genau für die geläufigsten Betriebssysteme funktioniert, ist in der Dokumentation von GitHub beschrieben. Diese ist an der Stelle auch verlinkt. Nachdem ihr das Repository erfolgreich geklont habt, werdet ihr von der folgenden Ordnerstruktur begrüßt. Die cmakelists.txt-Dateien könnt ihr getrost ignorieren, diese sind dafür da, den Code zu kompilieren. Im Ordner Exercise befinden sich alle Dateien, die für die Aufgabe wichtig sind. Den Ordner xlib nutzen wir, um Code von Dritten zu speichern. Und der Ordner Tests enthält, wie der Name schon sagt, alle Tests für die entsprechende Aufgabe. Die README-Datei enthält die genaue Aufgabenstellung und das Prepare-Script ermöglicht uns ein leichtes Einrichten des Repositories. Aus diesem Grund führen wir dieses zunächst auch einmal aus. Nun werden zunächst zwei weitere Bibliotheken in den Ordner xlib geladen und anschließend wird das ganze Projekt kompiliert. Nach der Kompilation werden dann die Tests aufgerufen. In diesem Fall handelt es sich um drei Tests, die alle schief laufen, da noch keine Aufgabe implementiert wurde. Die genaue Aufgabenstellung steht in der README-Datei. Nur zur kurzen Übersicht, im Ordner Exercise befinden sich drei Dateien, Binary Search, Exponential Search und Scan. In jeder dieser drei Dateien solltet ihr die entsprechende Suchmethode für ein sortiertes Array implementieren. Alle anderen Dateien müsst ihr für diese Übung nicht anfassen. Der kompilierte Code befindet sich im Ordner Build, den ihr in der obersten Verzeichnisebene eures Repositories findet. Wenn ihr im Build-Ordner in den Ordner Tests wechselt, könnt ihr mit C-Tests alle Tests auf einmal ausführen lassen. Da immer noch keine Aufgabe implementiert wurde, schlagen weiterhin alle drei Tests fehl. Das Ganze könnt ihr auch online in eurem Repository sehen, da durch das rote X dargestellt wird, dass mindestens ein Test noch fehlschlägt. Wenn ihr auf Details klickt, könnt ihr sehen, um welche Tests es sich hierbei handelt. Wenn ihr eure Implementierung kompilieren wollt, dann müsst ihr irgendwo im Bildverzeichnis Make aufrufen. Und um zu überprüfen, ob die Implementierung auch korrekt ist, müsst ihr im Unterverzeichnis Tests im Bildordner C-Test aufrufen. In diesem Fall sieht es so aus, als wenn alle Implementierungen korrekt wären und alle Tests durchlaufen würden. Anschließend pushen wir noch unseren Code in das Repository und sehen nun auch einen grünen Haken innerhalb unseres Repositories, da hier erneut die Tests durchgeführt wurden und auch hier alle Tests durchgelaufen sind. Und damit hätten wir die Programmieraufgabe vom ersten Übungszettel erfolgreich gelöst. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit einen guten Überblick über die Funktionsweise von GitHub Classrooms geben. Weitere Informationen und hilfreiche Links, wie zum Beispiel zu Tutorials zum Umgang mit Git, findet ihr im kursinternen Moodle. Dort könnt ihr auch eventuell aufkommende Fragen stellen.